Nice. So. Ah, ich habe echt jetzt die ganze Zeit im Kopf, dass ich den Gegner hätte vielleicht scannen müssen. Und die Powerbombe habe ich auch nicht gescannt. Ah, so viel. Ich meine, wenn es an dem Gegner scheitert, dann scheitert es sowieso jetzt an dem ganzen Raum hier. Türme mit Auto-Aim. Oh, wie viele Türme sind denn da? Ich glaube, ich hätte das mit der Powerbombe machen sollen. Ich glaube, das Spiel wollte eher, dass ich da durchrolle. Und eine Powerbombe lege. Aber das wäre mir zu doof gewesen. Hätte man unten drunter rollen können? Oh. Ja. Okay. Wir haben mal so getan. Ich höre wieder Gegner. Kraftfeld deaktiviert, das Metroid-Einschussfeld wird nun geöffnet. Tja, viel Spaß. Aua. Dein Ernst? Seid ihr neu? Nö. Hey. Aus. Waren die aber schnell fertig mit den Piraten da unten. Das wissenschaftliche Teammate nochmal daran, Metroids nicht zu reizen. Ich glaube, da musst du nicht viel machen, um die zu reizen. Ich meine, ihr sperrt die ein. Natürlich sind die gereizt. Pilzkörper hat 400% seiner ursprünglichen Größe erreicht. Das sind Talon-Metroids. Okay. Eingehende Scan-Daten. Spektrale Felder lokalisiert. Zunahme spektraler Felder in Talon-Gebiet. Okay, warte, ich guck. Talon-Oberwelt. Okay, da kann ich jetzt anscheinend hin. Gut. Ja, hier brauche ich diesen Phasen-Suit, ne? Glaube ich. Hier kommt man erstmal nicht weiter. Deswegen hat das Spiel mir jetzt auch panisch gesagt, jo, okay, du bist jetzt weit genug gegangen, bitte geh zurück. Ist okay. Du hast hier genug erforscht. Du musst später wiederkommen. What? Ich hab
Komm noch HP, das ist ein Problem gerade. Oh nein, wir sind schon bei kritischer Energie. Weil ich schon so lange keinen Save mehr hatte. Alarm. Da war ich noch nicht. Oh, apropos Safe Room. Okay. Schwein gehabt mit dem Safe Room, ja. Der kam tatsächlich ganz gut. So HP-technisch. Trotzdem bin ich immer noch unruhig über diesen einen unsichtbaren Gegner, den ich nicht scannen konnte, der aber auch nicht sichtbar wurde. Keine Ahnung, hätte ich den irgendwie mit einem Wave Beam aufgeladen abschießen sollen und nicht mit Raketen? Oh, da kommt jetzt bestimmt einer raus gleich hier. Ja, war klar. Auch klar. Hä? Für eine Reichweite hatten der Stoß. Ja, okay, dass ich den nicht. Glaubst du auch Raketen? Nee, aber das ist auch gut. Jetzt kann ich da oben lang. Ich sag ja, der kommt raus. Das ist nämlich der beschädigte Kryobehälter gewesen. Ich habe es gesagt. Oh, die Map. Map ist nett. Ey, ich hoffe, die Orangenen zählen dann nirgendwo rein, ne? In die Datenbankeinträge und alles. Es sind so viele, die man verpasst. Allein diese kleinen Mini-Displays. Ich will gar nicht wissen, wie viel ich davon schon verpasst habe. Wo ist das Gitter? Aber daran erinnere ich mich sogar noch, dass die da reingezogen werden. So, jetzt haben wir das. Muss ich hier wieder hoch. Richtig? Richtig.
Oder ist da noch was? Nein, das ist kein anderer Gang. Da. Ah doch, in den Raum, wo ich jetzt reinkomme, da ist noch ein kleiner Minigang. Ach, hier sind doch wieder Gegner. Okay, Schattenpiraten. Easy. Da, die werden nämlich von alleine irgendwann sichtbar. Die eine Drohne da gerade nicht. Ach, da ist noch einer. Noch einer ohne Fahrschein. Ich würde sagen, die muss ich auch noch scannen. Das ist nämlich die Powerbomb-Munition. So. Oh, warte mal. Den hatten wir auch noch nicht. Eieiei, so knapp. Ich meine, die zu scannen, easy. Die kommen ja immer wieder. Aber hatten wir noch nicht. Ah, da hängt noch einer. Leer, das ist gut. Nicht, dass sie auf die Idee kommen, da direkt wieder einen neuen reinzupacken. Hä, da bin ich nicht lang gegangen. Warum? Hä, als ob. Ah. Ich wäre eh nicht weitergekommen. Du Scheiße. Hä? Oh nein, an den Raum erinnere ich mich. Oh nein. Glück gehabt. Höhere Dinge. Hallo Jana. Guten Morgen, haut so aus. Dachte ich mir. Okay. Man hat's gehört. Die einzige Möglichkeit kann ja nur gewesen sein, dass das Spiel dann will, ey, du hast doch vorhin die Power Mine bekommen, benutz sie doch mal.
So, gehen wir einmal hier hoch. Das bringt mir nichts. Man konnte diese Dinger bewegen, glaube ich. Das bringt mir was, wenn ich da hochgehe. Gut, dass sie außerhalb der Range war von dem Ding. Da auszuweichen wäre nicht schön geworden. Ich glaube, da hätte ich lieber getankt dann. Da komme ich doch so rüber. Da brauche ich den Grapple-Beam ja nicht für. Ah, wir kommen wieder nach Magmoor, sehr gut. Raus aus der Mine! So, was haben wir jetzt? Powerbomben, Gravity Suit. Einen Gegner nicht gescannt, der hoffentlich wiederkommt. Aber wäre wieder typisch, wenn genau die... Ah, jetzt sind wir hier. Hier waren wir schon mal. Genau. So, wo will ich jetzt hin? Wir hatten... Hier, glaube ich, ne? Was hier? Ja, im... Gott, wo muss ich da hin? Am Landeplatz, okay. Ja, dann. Auf zum Landeplatz. Den Weg sollte ich sogar noch hinkriegen. Den sind wir heute schon mal gegangen von hier. Immer noch kein Grapple Beam. Oh oh. Immer wieder stressig hier durchzugehen.
Oh, piep, 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 oh, piep. Oh, Wimper im Auge. Oh, ich glaube, sie ist schon raus. Sehr gut. Aua. Als ob mich die Pflanze jetzt getroffen hat. So. Bisschen begeistert davon, dass ich den Weg wirklich ohne Map gefunden habe. Vom Magma aus. Jetzt muss ich aber auf die Map gucken, weil ich nicht weiß, durch welche Tür wir müssen. Okay, links um die Ecke rum. Was? Ist das der... Ah, ja, okay, das ist die Abschlussstelle. Schutzstelle. Und dann bei diesem... Okay. Das ist, glaube ich, die eine Tür, die ich nicht erreichen konnte vorhin. Wahrscheinlich kann ich mit der Powermine den Baum wegfetzen oder so. Ihr seid nicht neu, ne? Ich bin mal euch nie sicher. Ihr seht immer irgendwie anders aus für mich. Der einzige Vorteil, den der Grapple hätte, ist, dass ich schneller rüberkommen würde. Okay, jetzt muss ich den ganzen Weg wieder da rein. Oh, Backtracking galore, let's go! Die kein einziges Mal HP gedroppt haben. So, sind jetzt wieder Gegner hier? Natürlich. Haben die jetzt noch einen, halten die jetzt noch einen Schuss mehr aus? Seid ihr neu? Nein. Weiß, wo ich hin soll, Spiel. Piratenübertragung abgefangen. Besondere Ausrüstung lokalisiert. Okay. Ja, okay. Soll ich auf einmal zwei Targets? Auch das ist neu. Hatten wir noch nicht. Ich glaube, ich gehe gerade die Main-Quest. Na, oh. Das andere ist optional. Das klingt dann wie so ein Upgrade für meine Waffen.
Oder das Spiel sagt, du bist jetzt hier reingegangen. Trolle, lol, du musst hier gar nicht rein. Du musst dir erstmal die Ausrüstung holen. Boah, wenn das nicht so ist, ne? Die Übertragung kam zuerst. Es kam zuerst die Übertragung, dass ich hier hin soll. Wenn dem Spiel dann eingefallen ist, oh warte, der hat die Ausrüstung noch gar nicht dafür. Weil der ist dumm dran vorbeigelaufen, weil in dem Ding war ich ja schon drin. Dann Hass. Runter. Sind die hier eingezogen? Nee, wirklich hier eingezogen. What the fuck? Lass mal bitte saugen. Hallo? Ah. Komm. Oh lol, da war einer? Hab ich nicht gesehen. Was ein Aufwand, da hinzukommen. Wo soll ich hin? Nach ganz oben. Aua, was ist das? Wait, what? Den muss ich wegmachen, sonst nervt er mich. Schieß! Ist an diesem Baum jetzt irgendwie was zum Kaputtmachen dran oder was? Kann man da als Ball lang rollen? Ich bin nur dumm gewesen. Das sah gerade so aus. Obwohl, nee, die Tür ist gemeint. Aber trotzdem will ich gucken, kann man das Ball lang... Nee, okay, es sah von der Kamera nur so aus. Da kannst du nicht als Ball langrollen. Ah, jetzt können wir hier aber... Genau. Warum soll man da hoch können?
Ah ja. Hallo, Robertino. Ah! Noch eine Runde. Weil es so schön war. Ah ja, so. Oh Gott. Was ist es? X-Ray? X-Ray, ah. Fuck, damit hätte ich bestimmt den unsichtbaren Gegner sehen können. Oh Gott, diese X-Ray Vision. Hatte man, glaube ich, in einem der Metroids die ganze Zeit, ne? Ich erinnere mich dunkel. Kann ich durch Wände gucken. Krass das ist, ne? Jetzt auf der Map hat man nicht gesehen, dass dieser Raum größer ist. Und jetzt laufen wir auch außerhalb dieser Map rum. Ich hab Lust auf was Süßes, aber nichts da. Schau doch mal einen Stream an. Falsch. Ach ja, mit dem X-Ray sieht man ja so cool. Warte. Bip, 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 bip. So, sehr gut. Wir haben jetzt alle Visor-Art, ne? Ja. Lass mich doch da hoch.
Oh. So, kann ich jetzt hier durch den Baum gucken oder was? Sehe ich auf einmal Plattformen? Nee, nicht wirklich. Ich sehe auf jeden Fall, dass die Kacke da wieder lebt. Aua. Aber wie komme ich denn jetzt an die Tür? Dahinter ist eine Tür. Von der Seite soll man da dran kommen. Von links muss man da, also da wäre eine Kante zum drankommen. Da ist eine Plattform. Jetzt habe ich es auch gesehen, weil das Regen, weil der Regen da drauf fällt. Ach, wie doof. Wow. Okay, gut. Jetzt war hier neue Ausrüstung. Südlicher Teil der Talonwelt. Ich wünschte, wenn man da drauf drückt. Östlicher Teil Fasorminen. Passt das? Das ist der Teleporter, den ich brauche. Dafür muss ich runter. Er ist so, wenn man ordentlich geguckt hätte, hätte man gesehen, da ist eine Plattform. Da hätte man den X-Wing nicht gebraucht. Moment. Chozo-Ruin. Ich muss runter. Beep, beep, beep.